Geiseln. Aber er hat zu seiner Frau gesagt: Gut, weißt du, wir probieren es jetzt einfach mal, so wie wir es mit unseren Partnern, Kindern auch machen oder Freunden. Ich probier's mal. Und er hat ihr an der Wirbelsäule rumgedrückt und sie war schmerzfrei. Dann war da noch nebenan die Tante, wo heute sein kleines Häuschen steht. Das war ein altes, baufälliges Haus. Die kam nicht mehr zum Milch holen, dann ging er hin. Er war fürsorglich, er hat geschaut, wenn irgendwas nicht so lief, hat er geschaut. Und siehe da, sie lag im Bett und hatte solche Schmerzen in der Hüfte und konnte sich kaum mehr bewegen. Dieter hat auch dieser Frau geholfen. Er hat ihr Bein angeschaut, er hat probiert und er hat gedacht, das, was rausgeht, geht auch wieder rein. Also er hat ganz einfach, so wie wir es heute auch machen, hat er mit den Menschen gearbeitet. Was war? Dieter Dorn hat auch dieser Frau geholfen, seiner alten Tante. Und sie lief jahrelang wieder über den Berg zur Kirche. Und so ging das weiter. Und da muss ich mal sagen, also die alte Frau, wir kennen ja im Schwäbischen das Wort Schwätzfass. Also, die hat gern geredet, gern geschwätzt und sie hat dann natürlich im Dorf nach der Kirche, hat sie allen erzählt. Also, ich bin jetzt geheilt worden vom Dieter und der kann das und wenn ihr Probleme habt, dann geht er zu ihm. Also so war das, gell, wenn man sich das überlegt. Und so werden wir doch bekannt, da kommt einer zu uns, wir schenken ihm unsere ganze Zeit. Bei mir gibt es keine Dornmethode mit 20 Minuten, die Leute sind bei mir 2 Stunden. Ich rede mit ihnen. Und ich nehme auch nur eine Therapie oft an am Tag. Aber sie gehen raus und sind zufrieden und kommen wieder. Und wenn es erst nach einem Jahr ist. Jetzt haben wir noch ein besonderes Jahr. Das war 1985. Warum besonders? Wir sehen auch, dass alles gelenkt und geführt ist von oben. 1985. Dr. Hansen aus Bremen, den kannte der Dieter noch gar nicht. Der zog jetzt mit seiner Frau ins schöne Allgäu bei Memmingen. In der Nähe von Memmingen hat er ein Haus gekauft, hat da ein Gesundheitszentrum eingerichtet, wie wir heute sagen. Und da brauchte er natürlich Leute. Er hatte Rückenprobleme, er und seine Frau. Und siehe da, auch dieser Dr. Hansen hörte von Dieter Dorn, von diesem Knochentrigger, von diesem Wunderheiler. Und dann ging sogar der Dr. Hansen hin zu ihm und ließ sich von ihm seinen Rücken behandeln. Natürlich, der Schulmediziner merkte gleich, Dieter ist eigentlich ganz einfach, er macht alles einfach, aber was hat er denn, dass die Leute so kommen, gell? Und er sagte zum Dieter, er versorgte jetzt den Dieter mit schulmedizinischer Literatur. Er wollte, dass der Dieter mit ihm zusammen Seminare hielt oder sogar eben bei ihm alleine hielt. Und er versorgte ihn kistenweise, hat mir mal der Dieter gesagt, kistenweise schulmedizinische Bücher. Und das ist auch heute das Problem, wenn wir Heilpraktiker oder im Naturheilverfahren arbeiten, müssen wir zuerst Schulmedizin lernen und nebenher das, was wir eigentlich wollen. Und das erarbeiten wir uns oft aus eigener Kraft. Jetzt möchte ich euch noch einmal an ein wichtiges Jahr erinnern. Das ist 1988. Da hat Helmut Koch zum Dieter Dorn gesagt: Dieter, es ist Zeit, dass du deiner Methode vielleicht einen Namen gibst. Das war 1988, können wir alles nachlesen in seinen Büchern. Und er gab seinen Namen. Er hat gedacht: Ja, gut, ich bin ja eigentlich der Entwickler der Methode, dann kann ich auch meinen Namen geben. Ja, aber was ist jetzt weiter passiert? Ja, die Hildegard Steinhauser, die Lebensgefährtin vom Helmut Koch, sie hielt beim Herr Fliege im Fernsehen, stellte sie die Dornmethode vor und anschließend der Dieter Dorn.
Und von da an boomte die Methode Dorn, die am Anfang so zaghaft anlief. Es kamen wenige aus dem Ort, dann wurde es immer mehr, wurde weltweit bekannt, in ganz Europa. Wir haben die heute in der Türkei, wir haben sie in Amerika, in Australien, überall ist die Methode Dorn. Und nachdem diese beiden Menschen, die hatten natürlich auch beim Dieter Dorn gelernt, wie wir alle. Als jetzt Menschen zu Dieter Dorn kamen und sagten, du hast mich geheilt, komisch, ich habe keinen Fersensporn mehr, ich habe keinen Hexenschuss mehr, meine Haut ist auf einmal so schön geworden. Ich litt nämlich auch jahrzehntelang eigentlich von meiner Kindheit unter Schuppenflechte, Neurodermitis, die Ärzte wussten nie, was es ist, aber ich bin heute geheilt. Und mein Kind bettnässt nicht mehr, ich habe keine Herzschmerzen mehr. Im Krankenhaus sind viele, die kriegen sogar einen Herzschrittmacher. Ich habe jahrelang im RKU in Ulm gearbeitet, im Krankenhaus in Biberach. Ich weiß, von was ich rede. Die haben hinterher immer noch ihre Herzschmerzen, trotz dem Herzschrittmacher. Und Dieter sagte, ich kann das doch gar nicht. Er war noch nicht so weit. Ich behandle doch nur ihren Rücken und ihre Hüfte, ihre Beine und das alles. Aber ihm wurde gleich klar, weil der Dieter lernte ganz schnell, ihm wurde gleich klar, dass hinter seinem Drücken noch weit mehr steht. Das hat bedeutet, dass eigentlich die ganzen Krankheiten mit der Wirbelsäule zusammenhängen. Und so beschäftigt er sich weiter, er ging immer einen Schritt weiter, er blieb nicht stehen und das dürfen wir auch nicht. Wir können von allen lernen, von allen Methoden. Er hat seine Methode nie als allein gesundmachende Methode verstanden haben wollen. Aber wenn wir die Dorn-Methode machen, dann machen wir sie richtig. Und er beschäftigte sich dann, er ging weiter, er beschäftigte sich mit der chinesischen Medizin. Er war jetzt über das Schulmedizinische schon lange hinüber. Er wusste, da steht viel mehr dahinter. Er beschäftigte sich mit der Meridianenlehre, mit Akupressur, Akupunktur. Wir wissen, die chinesische Medizin, die ist 5000 Jahre alt und vielleicht sogar noch älter. Und da gibt es keine Schulmedizin. Ja, er beschäftigte sich mit anderen Kulturen, mit ihren Heilergeschichten. Von Schamanen, Indianern, Afrikanern, Medizinmänner, Heiler aus dem Volk, Heilerinnen aus dem Volk. Er hat alles in hochinteressante Bücher aufgezeichnet, aufgeschrieben. Für uns, seine große Dornfamilie und für alle Menschen als Lehrbücher. Und bevor ich weitergehe, auf die Wünsche vom Dieter Dorn zu sprechen komme, möchte ich mal ganz kurz sagen, ich bin Masseur und Gesundheitsberaterin. Gesundheitsberaterin bin ich auch. Also Masseur und medizinischer Bademeister war mein erster Beruf, eigentlich der zweite Beruf in meinem Leben. Und so musste ich das lernen. Der andere lernt Kfz-Mechaniker, der andere Mechatroniker, der andere egal was, jeder hat in seinem Bereich seine Lehrbücher. Und so müssen wir die Dorn-Methode verstehen. Wenn wir die Dorn-Methode anwenden, müssen wir auch die Lehrbücher vom Dieter Dorn lesen. Er schreibt in diesem Buch über die Haltungsschule ganz einfach. Er schrieb seine Bücher für die Menschen, für die Laien. Für die Laien. So demütig war der Dieter. Unser Dieter hatte natürlich auch Wünsche. Dieters Wunschliste für die Zukunft. Vor 2 Jahren hier auf dem Kongress sprach er von Musik und Dorn. Aber er hat schon vor 8 Jahren im Dorn, im Forum, wo herausgegeben wurde von der Hildegard Steinhaus und vom Helmut Koch, hat er schon dieses Thema erwähnt. Es war nichts Neues für uns.
C-Töne für die HWS, F-Töne für die BWS, G-Töne für die LWS. Es ist doch wert, sich einmal Gedanken darüber zu machen, auch darüber nachzudenken. Ist das ein Schritt, wo man jetzt die Methode Dorn weiterentwickeln kann? Bestimmt. Und es gibt bestimmt auch Musiker unter uns, Dorn-Therapeuten oder Dorn-Anwender, die uns eben die so etwas gestalten können, die die Methode Dorn vielleicht auf diesem Gebiet weiterbringen. Ich bin jetzt nicht so begabt, ich kann zwar sehr schön singen, aber ich wollte immer ein Instrument lernen, habe aber nie eins lernen dürfen, weil wir 10 Kinder zu Hause waren, da hat das Geld hinten und vorne nicht gereicht. Aber ich schätze Menschen, die Musikinstrumente spielen können und das nur notenfrei. Den Menschen mit Liebe, Demut und Rücksicht begegnen. Das war sein großer Wunsch. Und wenn wir das berücksichtigen, dann haben wir Erfolg. Den Menschen mit Liebe, Demut und Rücksicht begegnen. Wie sieht es aus in der Praxis? Wir sollten so denken, der Therapeut sollte sich klein machen, er sollte eigentlich der Patient sein. So wie er behandelt werden will, so behandelt er seinen Mitmenschen. Und der Patient, der Therapeut. Wenn wir so eingestellt sind, wird unser Weg gut sein und wird auch dem Menschen zugutekommen. Der Dorn-Anwender, Seminarleiter oder Therapeut sollte der Methode Dorn den ersten Platz einräumen. Wir müssen uns immer selbst überprüfen, was empfehle ich den Menschen als Nummer 1? Ist es die Methode Dorn oder ist es was anderes? Oder mache ich Wischiwaschi, vermische ich? Dieter hat immer gesagt, wenn wir die Dorn-Methode machen, sollen wir die Dorn-Methode machen. Und wenn wir eine andere Therapie machen, dann sollen wir eben sagen, das ist jetzt Qigong oder Tai Chi oder was aus der schulmedizinischen Krankengymnastik. Gell? Er sollte sich immer an der von Dieter Dorn ausgereiften, gut fundierten Methode halten, sich immer wieder neu orientieren, überprüfen am Original, an der hervorragend geschriebenen Lehrbücher. Er hat alles aufgeschrieben für uns und für die Zukunft. Jetzt möchte ich euch mal die Essenz vom Dieter sagen. Bestimmt habt ihr sie ja schon gelesen hier in dem Buch Haltungsschule. Das wurde 2009 rausgegeben. Also ist relativ neu. Kennt ihr Dieter Dorns Essenz? Sie ist die Spitze des Eisbergs. Der Mensch muss seine Selbstverantwortung für seine Gesundheit, für seine innere und äußere Körperhaltung, auch dem Leben gegenüber, seinen Mitmenschen, der Natur, der Mutter Erde, erkennen und nachkommen. Also, alles hängt mit der Selbstverantwortung des Menschen zusammen. Was bringt es, wenn wir Kopfweh haben, Tablette rein, egal was wir für Schmerzen haben, renne ich zum Arzt. Wir müssen unsere Selbstverantwortung wieder in uns entwickeln und erkennen. Das ist A und O. Ich brauche keinen Arzt. Wir sind doch selbstständige eigene Leute, die selbst entscheiden können. Der Mensch muss wieder lernen, dieser Selbstverantwortung, die er hat, nachzukommen. Diese Selbstverantwortung, Selbstvertrauen, hilft ihm dann auch, nicht mehr in alte Muster zurückzuverfallen.
Der Mensch ist nämlich ein Rückfallsünder. Wir machen immer wieder die gleichen Fehler, fallen immer wieder zurück. Passiert mir oft, da denke ich, Erika, du musst jetzt aber wieder mal am Riemen reißen. Und ich bemühe mich dann auch und ich entschuldige mich auch. Kennt ihr die 5 Energiequellen? Das ist auch in dem Buch Haltungsschule. Das ist nämlich auch hochinteressant. Und die kosten uns gar nichts. Wie viel Geld gibt der Mensch heute aus für Fitness, für Wellness, für Urlaub, für Kleidung, egal was? Aber bringen Sie den Menschen voran. Die Menschen werden immer kränker. Woran liegt das? Kennt ihr die 5 Energiequellen, die uns eigentlich nichts kosten? Wir bekommen sie fast geschenkt. So wie die Sonne, die lebenswichtige Sonne, das Licht, wir sind auch Lichtmenschen. Die erste ist Meditation. Das sieht für jeden anders aus. Ich kann den Rasen mähen, kann mir Stress machen und denke, oh Gott, schon wieder Rasenmäher. Aber ich kann mir sagen, wie schön, dass ich meinen wunderbaren Rasen mähen darf. Ich halte mich in der Sonne auf, ich rieche das Gras, ich spüre die Erde, ich bin in der Natur. Das kostet mich gar nichts. Ich kann natürlich auch hingehen und für Meditation bezahlen. Ist auch nichts verkehrt. Aber denken wir, wir können es zu Hause machen. Wenn bei mir morgens in mein Bauernhaus, also da schaue ich immer von meinem Bett aus auf die Bäume und wenn die Sonne morgens aufgeht und durch